So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Oh yeah, heute geht's jetzt hier weiter nach kleinen Eskapaden am Schluss des letzten Parts. Leider heute wieder voll auf der Höhe, ohne technische Probleme. Wir sind wieder auf Ebene 5, ich habe ja gesagt, dass ich hier nochmal hingehen werde. Machen wir hier weiter, als wäre gar nichts gewesen, als wäre gar nichts gewesen. So, dass der Träger einen negativen Zuschlaf gerne oder Nacht mal versetzt wird. Ja, das kann mal You anstecken. Und den Apfel nommen sich einfach gleich. Kann ja nicht schaden. Und das Simsala. Ich wollte gerade irgendwie Simsala sagen. Ich habe jetzt auch Simsala gesagt, aber das Slimer da oben kann gern mal näher kommen. Das kann gern mal näher kommen. Na, dann werden wir dir zeigen, was wir denn häufig geschützt sind. Psystrahl, yeah. Wir müssen Latios und Latias finden. Chaos Orb. Ah, wäre immer noch nicht schlecht, so einen zu haben. Jetzt habe ich ihn aber liegen lassen. Ach, ist egal. Ich bin zufrieden mit dem, was wir haben, sage ich mal. Oh, guck mal, das Hopspross wurde eingeschüchtert von uns. Wir sind aber auch einschüchtern, ne? Ich hätte auch Angst, wenn ich ein kleines Hopspross wäre, was einfach nur Platscher beherrscht im schlimmsten Fall. Und dann kommen da drei Pokémon um die Ecke, von denen zwei mich sehr effektiv treffen. Nee. Was haben wir da? Zweigexperte? Was ist das denn? Haben wir da die Reichweite von Zweigen auf einen fächerförmigen Bereich. Das klingt ziemlich cool. Ziemlich gut, das klingt ziemlich gut. Aber ich bin leider schon voll mit meinen Ringeln. Ich habe keine Ahnung, ob das auch einen Effekt hat, wenn ich es You gebe. Wahrscheinlich nicht, aber dann hätte ich es ja eigentlich auch gar nicht geben brauchen, wenn ich eh schon nicht voll damit rechne, dass es funktioniert. Naja, okay, gut. Ne? Muss man nicht ganz so genau nehmen heute ausnahmsweise mal. Kratzer, voll daneben erstmal. Vielleicht kriegt er wieder Angst. Okay, er verreckt einfach vorher, das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Ich hatte doch Probleme mit Puffiness irgendwie jetzt auf einmal. Habe ich so in Erinnerung, dass ich das letzte Mal ein bisschen Probleme damit hatte. Das Item Effektivflack passt nicht mehr in deinen Beutel. Hier ist auf jeden Fall schon mal direkt die nächste Treppe. Leute, kehrt mal ausnahmsweise die Strandhöhle zurück. Was haben wir da? Noch ein Erstarrtsweig. Eieieiei. Moment mal. Da wollen wir doch gleich mal einen benutzen. Den hat mir doch ein bisschen zu viel Schaden gemacht hier gerade, der Dude. So, was haben wir denn da so für schöne Zweige? Nehmen wir einfach mal den Erstarrtzweig, vorsichtshalber. Bevor ich einen Belebersamen verbrate, grillen wir ihn jetzt einfach mal. Und verwirrt ist er auch noch. Ach, sehr schön. Sehr schön, Leute. Genau so und nicht anders muss das sein. Wir haben nämlich einen Sipal eingesteckt. Das habt ihr natürlich jetzt nicht mitbekommen, weil ich ja nochmal offscreen hingegangen bin auf Ebene 5, der eine Chance hat, den Gegner zu verwirren. Und dieses Glück haben wir schon relativ häufig getroffen bisher, diese angeblich so allzu geringe Wahrscheinlichkeit. Aber das gefällt mir umso besser. Umso besser. Kann man mitleben. Da unten ist schon direkt wieder die nächste Ebene. Ich glaube ja gar nicht, was hier passiert, Leute. Lockduft. Locke mich nicht an. Wie kannst du es wagen? Bom. So, wahrscheinlich ist er jetzt eh down. Ja, oh, guck mal. Guck mal einer an. Eine harte Box. Eine richtig harte Box, Leute. Dessen Angriff wird nämlich erhöht. Ja, die hätte ich natürlich schon gerne dabei. Was legen wir denn dafür ab? Ein Apfel. Ein Apfel. Ja, und was ist das? Konfusionsgreif. Ist das genau das Gleiche? Ja, ist genau das Gleiche. Dann bekommt Judas am besten auch noch, damit wir jeden Gegner nur noch verwirren werden. Und den Apfel nommen sich am besten direkt mal auf. So, hier liegt dieses ganze Zeug rum, von dem ich einfach mal alles einsammeln werde. Und da ist ein Slimer. Tu das nicht, greif mir die an. Hier, ist ein Psychstrahl, schön. Okay, Leute, ich bin heilfroh, dass es jetzt scheinbar ein bisschen Fahrt aufnimmt, die Geschichte. Oh, wir haben einen Goldbarren gefunden. Nice. Kann man doch auch nochmal essen hier. Und da ist die nächste Ebene. Weitergehen, aber natürlich gehen wir weiter. Sonst hätte ich doch nicht die Treppe. Oh, cool. Leute, wir haben mal nach dem Pech, den wir in den letzten Dungeons hatten, dass es wie immer sehr lange umhergehört sind, bis wir die richtige Ebene gefunden haben. Aber jetzt dafür umso mehr Glück. Kinosoju, lass uns bitte mal mit nach vorne. Damit ich da auch Schaden machen kann. Denn ansonsten... Oh, kein Schaden angerichtet. Sehr gut. Sehr gut. Flammenwurf. Oh yeah. Mit Sonne nochmal extra Schaden. Ich nehme einfach mal stark an, dass das hier in Mystery Dungeon nicht anders ist als in den Editionen, was das angeht. Was ist denn hier? Was ist denn da los, Leute? Guck mal, jetzt sind wir hier schon durch. Krass. Krass. Wir sind ganz schön weit gekommen, aber ich nehme mal stark an, dass wir jetzt nur auf so einer Zwischenebene gelandet sind. Hm, was ist denn das da drüben?
Gute Frage, das sehen wir uns an. Da. Oh. Ich glaube, wir sind zu spät. Das ist ein versteinertes Latios. Ich glaube, es ist Latios, weil es ein bisschen, weil es so groß aussieht. Ist echt verdammt riesig. Überhaupt. Das ist doch das Pokémon, das wir vorhin im Himmel gesehen haben. Muss es hier notlanden? Flapterix, es ist doch ein Pokémon, oder? Also irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Es ist irgendwie so starr und steif. Sag bloß. Oh nein, stimmt es also? Wurde es zu Stein verwandelt? Ja, Rip Latios, Leute, ich sagen, Leute. Ja, ja, es ist ganz und gar versteinert. Was ist das für ein Pokémon? Das ist Latios, ein legendäres Pokémon. Was? Ein legendäres Pokémon? Ja, ich sehe es auch zum ersten Mal. Aber wir haben nicht zwei Pokémon am Himmel fliegen sehen? Wir gehen das andere suchen. Ja, seid bitte so gut. Oh, jetzt müssen wir ganz alleine weitergehen, Leute. Latios wurde auch zu Stein verwandelt. Was hat das alles zu was hat das zu bedeuten? Latios lebt auf einem anderen Kontinent. War er vor irgendwem auf der Flucht? Wenn ja, dann ist die Flucht misslungen. Und er wurde versteinert. Aber von wem? Wie? Na, puh, das Ganze ist mir langsam zu hoch. Wäre doch der Danny jetzt nur hier. Sie könnte über Funk die anderen fragen. Aber schon unglaublich, dass ich ausgerechnet hier über ein versteinertes Pokémon stolper. Der Teamleiter will zwar, dass ich mehr über diese Ereignisse herausfinde, aber Moment mal, geht's eigentlich noch? Haben die Kinder vorhin tatsächlich nur zwei losgeschickt? Einem Gegner, der Latios so steif verwandelt, sind die beiden noch niemals gewachsen. Okay, Flapterix hat's doch gemerkt. Er hat's doch gemerkt. Was ist hier nur los? Christine nur. Oh, das ist Latias. Ja, das ist eindeutig Latias, okay. Nicht, dass er eben auch gesagt hätte, dass es gerade eben Latios war, aber pst. Das hier wurde auch zu Stein verwandelt. Das Pokémon vorhin. Flapterix hat gesagt, sein Name ist Latios, oder? Dieses Pokémon sieht ihm auf jeden Fall sehr ähnlich. Ob die zwei Geschwister sind? Ihr Narren, was habt ihr jetzt zu suchen? Wer ist da? Heatran. Darkrai. Hat zwar nichts mit Feuer zu tun, aber... Oh, Entei. Okay, krass. Hallo, was geht? Ist er gerade aus den Flammen gekommen? Nicht doch. Ist es etwa der Flammendämon? Ich habe euch gefragt, was ihr hier macht. Wir wollten doch nur nach dem Rechten sehen. Ihr wolltet nach dem Rechten sehen. Meint ihr damit die Versteinerung? Seid ihr etwa dafür verantwortlich? Nein. Ich habe nichts gemacht. Warum ist es so wütend? Ich bin Entei vom Feuerberg, Hüter der Flammen. Und ich werde auch das Letzte sein, das ihr jemals zu Gesicht bekommt. Was? Seid bereit für Ende. Chris, wir werden wohl und übel kämpfen müssen. Süß. Süß. Aufhören. Oh, Flapterix, der Held. Flapterix. Komm, du bist Gestein. Typvorteil. Mach ihn platt. Chris, Yu, zieht euch zurück. Gegen diesen Gegner seid ihr machtlos. Und wer bist du? Mein Name ist Flapterix und ich gehöre zum Forscherteam. Was? Das Forscherteam? Flapterix, der Flügellahme. Ich habe bereits von dir gehört. Dann gehören die zwei hinter dir also zum... Na, ich verlasse diesen Ort. Wenn Celebi nicht hier ist, dann gibt es für meine Anwesenheit keinen Grund. Bewarte, Entei. Alter, der Schiss verflappte Rix. Ich sag's doch, Leute. Richtiger respektabler Dude, unser Kollege. Heute sind wir auch einmal mit dem Leben davongekommen, aber stellt euch mir nie wieder entgegen. Stellt ihr euch mir wieder entgegen, meine ich, bin ich das nächste Mal nicht so gnädig. Also geht mir besser aus dem Weg. Das ist meine einzige Warnung. Es ist weg. Bist du in Ordnung, Flapterix? Ja, keine Sorge. Ich muss das nur kurz sacken lassen. In Wahrheit hatte ich echt Angst vor Entei, aber das konnte ich natürlich nicht zeigen. Flapterix OP, Leute. MVP. Gut gemacht, Flapterix. Das hast du auch nicht. Du warst total cool. Vielen Dank, dass du uns beschützt hast. Good job. Und so fand unser erstes Abenteuer auf einem anderen Kontinent sein Ende. Zurück in der Stadt erzählten wir allen, was im okkulten Hain vorgefallen war. Und danach beförderte uns Lapras zurück zum Hauptquartier des Forscherteams. Dort kamen wir erst spät abends und vollkommen erschöpft an. Zu müde, um noch etwas zu essen, gingen wir ohne Umschweife zu Bett. Augenblick, das war gelogen. Spaß. Stopf, schling, schmatz, stopf, schling, schmatz, om nom nom nom, om nom, om nom nom nom. Das ist der om nom nom Song. Schönes Lied übrigens gerade wieder mal. Nach unserem Abenteuer waren wir hungrig, sehr hungrig sogar, also aßen wir tüchtig.
Ja, stimmt, ne? Und Latias und Latios liegen da jetzt rum. RIP. Ich sag's ja, Mann, wir waren zu spät. Ich will wissen, wer das ist. Und danach gingen wir ohne Umschweife zu Bett. Die Geschehnisse gaben uns viele Rätsel auf. Wer verwandelt die Pokémon zu Stein und warum? Und was wollte Entei dort? Von wie viele legendäre Pokémon hat er schon zu Stein verwandelt? Und vergessen wir nicht, wir erinnern uns auch noch, Rayquaza hatte auch noch irgendeine große Rolle zu spielen und Deoxys. Ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, ob Deoxys da auch vorkam, aber ich glaube schon. Rayquaza auf jeden Fall. Fragen über Fragen, aber keine Kraft mehr, um darüber nachzudenken. Oh, aber eine Sache möchte ich vorm Schlafengehen doch noch loswerden. Flapdrix war heute wirklich richtig cool. Wir konnten uns voll auf ihn verlassen. Die Pokémon vom Forscherteam sind wirklich ein lustiger Haufen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht stark sind. Das wurde mir heute erst so richtig bewusst. Ja, so, ne? Ein willensstarkes Flapdrix auf jeden Fall. Aber der hat doch so, denke ich, ein bisschen was auf dem Kasten. Nicht die beste Fähigkeit. Wobei hat Flapdrix schon Schwächling als Fähigkeit oder erst, wenn es Areopteryx wird? Ich glaube, es hat auch schon Schwächling. Not sure. Sorgt er dafür, wenn es Pokémon noch die halbe KP hat, senken, Angriff und Init und Angriff. Glaube ich. Angriff auf jeden Fall. Ach, keine Ahnung. Irgendwas sinkt auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall unheimlich stolz, ein Mitglied des Forscherteams zu sein. Und ich freue mich schon auf morgen. Doch für heute heißt es erstmal gute Nacht. Oder nur der Angriff wird halbiert, glaube ich, ist es sogar. Keine Ahnung. Ich glaube, es war der Angriff wird halbiert. Genau so hat sich alles abgespielt. Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Das mag sich jetzt sicher alles sehr souverän anhören, doch in Wahrheit war ich wahnsinnig erleichtert, als er abgezogen ist. Der Druck, ihm gegenüberzustehen, war beinahe überwältigend. Ja, es ist absolut keine Schande, Flapdrix. Du hast deine Sache wirklich gut gemacht. Wir reden schließlich nicht von irgendeinem Pokémon. Jede von uns würde von Angesicht zu Angesicht mit Entei furchtbar starren. Herrlich würde ich ihm plötzlich begegnen. Nein, ich mag gar nicht daran denken. Nur wirklich an eine Gedanke darin ist. Ja, er zittert jetzt schon. Teamleiter, Teamleiter? Was ist los mit dir, Ampharos? Ich? Ja? Ich habe so einen Hunger. Großartig. Da geht er dahin. Da wollte ich doch unbedingt unser weiteres Vorgehen mit ihm besprechen. Naja, so ist er nun mal. Am besten lässt du ihn einfach entscheiden, was er als nächstes zu tun gedenkt. Und wir kümmern uns dann einfach wie immer ums Tagesgeschäft. Na, ist das ein Plan? Flunky war so schön sorglos irgendwie. Ja, du bist doch ein sehr guter Plan. In Ordnung. Fein, fein. Dann widme ich mich also wieder meinen Sternbeobachtungen. Again. Nom, nom, nom. Das ist jetzt entweder Ampharos oder Flauschling, was schon wieder nascht. Das ist gut. Keine Ahnung warum, aber ich werde aber so hungrig, wenn ich nervös bin. Stopp, schling. Entei, also, ich verstehe, verstehe. Wirklich verdrängt. Ich war Zeit für... Ich habe vergessen, wie ich den gesprochen habe. Ah, nee. Es wird Zeit für einen kleinen, aber feindachtlichen Imbiss hier. Ist da jemand? Was? Allein all die schönen Vorräte, die ich vom Essen der anderen abgezwackt habe. Tja, Flauschling. Direkt wieder Rippflauschling, Leute. Ah, sei mir grüßt, mein lieber Flauschling. Diese perfekten Äpfel schmecken einfach perfekt, findest du dich auch? Wie dem auch sei. Entei, das ist ein wenigstens ein Anhaltspunkt. Die Sachen muss ich nachgehen. Lass dich, du isst dir doch alles auf. Also wenn Entei und... Nein, hör schon auf, nicht alles aufrennen. Falls wir tatsächlich stellen müssen, dann... Und alle werden es auf Flauschling schieben, ich sehe das doch jetzt schon kommen. Ja, wir möchten speichern. Alles gut. Vergiss nicht ab und zu eine Pause einzulegen. Am nächsten Morgen. Ich glaube, wir müssen wieder Aufträge machen, oder? Lass uns heute wieder alles geben, Freunde! Jawohl! Sieht stark danach aus. Schade. Hätte gewünscht, es geht mit der Story weiter. Das war ja nur ein relativ kurzer Ausflug jetzt. Aber immerhin. Wir wissen, Latios und Latias sind da irgendwo versteinert und liegen in der Ecke. Wo ist eigentlich das Fililu, was hier irgendwo rumläuft immer? Das ist ein Nocturne. Das möchte man wahrscheinlich erstmal die Nase brechen. Habe ich nicht so Interesse dran, muss ich ehrlich sagen. Nicht so wirklich. Man glaubt es kaum. Oh, Sinelbeere. Top Elixier. Was ist ja alles rumliegt auf dem Boden und die Leute lassen es da auch noch liegen. Oh, Caradon ist schon wieder. Yeah, schon mal vorne. Okay. Dann schön für deine Philosophie. Haben wir dich schon angesprochen? Ja, genau. Also doch nicht. Was?
zwar an meine Angebeteten. Überbringe den Brief von Ramaidon an Chilabel. Ramaidon und Chilabel, interessantes Pärchen. Ort Windkontinent. Okay. Aber wie soll ich das denn machen, Leute? Wie soll ich das denn machen? Naja, erstmal gehe ich sowieso hier wieder an die Kiste. Ich gehe an die Kiste. Und zwar ganz einfach so. Kann ich meine Sachen ablegen. 4 Äpfel. Oh, ich habe einen zu viel abgelegt. Entschuldigung, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wollte ich nicht, wollte ich nicht. Einen wieder aufheben, so. Okay. Elixiere, 4, jo, ich leg mal die großen Belebersamen weg. 4 Mini-Belebersamen sollten für die normalen Aufträge erstmal reichen. Den Chaos-Orb weg. Die harte Box können wir gleich direkt mal öffnen. Tunnelzweig weg. Und die Zweige finde ich ja generell immer sehr, sehr nützlich, ne? So, Klefki, was geht ab? Hallo. Ich betreibe den Schlüsseldienst. Dann mach mal auf. Ja. Was? Oh, nein, Entschuldigung. Nein. Öffnen, meine ich natürlich. Öffne natürlich. Dann lege ich mal los. Du wirst Augen machen. Augen machen, wie denn? Klick, klack, klick, klack, klick, klick, die klack. Offen ist die Schatzbox und drin ist Zink. Nein. Wie es gerade aussah, als es gegrinst hat. Sehr schön. Okay. Dann gucken wir uns doch nochmal unsere Konexus-Sphäre an. Und zwar genau in die Auftragsliste. Erstmal klicken wir die ganzen Neuzugänge weg hier, damit das nicht mal auf Neu steht da alles. Guck mal, da haben wir 2 sogar mit einem Auftrag. 3 sogar. Ja klar, wir haben ja auch viele Pokémon rekrutiert. Die letzten Parts. Also möchte man das schon fast vermuten dürfen, nicht wahr? Was machen wir denn da mal? Oh, das ist wieder so eine Geschichte. So ein Geheimraum hier. Rettung mit Landturn. Kap der Freunde. Was steht denn da? Warum ist da oben so ein anderes Symbol? Urquellhöhle. Weil ich dafür Surfer brauche? Oder ein Wasser-Pokémon? War da nicht irgendwie sowas? Ich erinnere mich da dunkel dran. Wir sollen gemeinsam zu Europe gehen. Das hat Schwierigkeit 4. Okay. Na gut, machen wir mal. Kann ja nicht schaden. Im Endeffekt werden wir jetzt sowieso nur wieder in eine Quest geschmissen, die viel zu krass ist. Deswegen nehme ich auch mal meine OP-Pokémon mit am besten. Also, ups. Da geht es ja gar nicht lang. Da geht es ja gar nicht lang. So. Geht das jetzt? Kann ich auf den Kontinenten reisen? Okay, Windkontinent. Okay, das geht nicht. Gut zu wissen. Dann frage ich mich, ob ich mit Lapras da hinkomme. Dann gehe ich mal zu Lapras und schaue, ob Lapras mich zum Windkontinenten fahren möchte. Okay, dann müssen wir immer erst den Kontinenten wechseln, wenn wir solche Aufträge machen. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir da gar nicht hin. Willkommen, Kontinent wechseln. Ah, guck mal, wir können sogar hin. Wow, es gibt sogar mehr als nur die obligatorischen 4 Elemente, wie ich es am Anfang vermutet habe. Und es ist Sandkontinent, nicht Erdkontinent. Okay, dann gehen wir mal dahin. Dann brechen wir mal auf. Yay. So. Da wären wir Param, der Windkontinent. Oh, ein Parasek. Ah, Löchen, na, was geht? Parasek, der Pilz. Ich, der Pilz, habe die Kontrolle übernommen. Oh, er versucht nicht mal, es zu verstecken. Creepy. Creepy, 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 creepy. Oh, da liegt was. Ein Apfel gefunden. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Hier rüber? So, guck mal. Da kommt wieder irgendwas Krasses. Oh Gott, ja. Komm. Bitte nicht. Okay, so, wo ist mein Auftraggeber? Ado. Warte, direkt hier? Jetzt bin ich verwirrt. Wenigstens ist er ehrlich. Ja, richtig, wenigstens Parasek ehrlich. Moment. Ich muss nochmal kurz in die Auftragsliste gucken. Lass mich doch nochmal einen schnellen Blick hineinwerfen. Wo ist denn der Auftrag jetzt? Parasego erstmal als Neuzugang gekennzeichnet. Wo ist denn der Auftrag jetzt, den ich gerade angenommen habe? Ich habe das noch nie nachgeguckt, fällt mir gerade auf. Moment, Moment. Was? Nein, 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 lass mich in Ruhe. Dreh mir nicht irgendwas an.
So. Forschungsaufträge. Okay. Ah, da ist er ja. Geheimaufträge. Okay, wir sollen Chillerbell einen geheimen Brief bringen. Das heißt, wir gehen gar nicht in einen Dungeon, sollen wirklich nur einen Brief überbringen. Können wir eigentlich gleich mal machen. Ah, guck mal hier, das ist ganz woanders. Das ist beim Nebelkontinenten hier, der Auftrag mit Lanthorn. Habe ich gerade, das habe ich durcheinander gebracht. I see. Na gut, dann suchen wir Chillerbell und geben mal den Brief ab. Hm, ja, wo könnte Chillerbell sein? Wahrscheinlich da drin, oder? Bestimmt hier drin. Chillerbell, was geht? Da ist Chillerbell. Hallo, na? Chris hat den Brief von Ramairo zugestellt. Ein Brief von Ramairo, dann lass mal sehen. Hm, das ist nicht der tollste Brief der Welt, aber ich freue mich trotzdem riesig. Wow, nicht der tollste Brief der Welt. Nett. Okay, Ramairo freut sich. Und wir haben neue Connections geschlossen. Das ging ja einfach jetzt. Das ging ja leicht. Ramairo und Chillerbell. Wunderbar, verbunden. Okay, das zählt jetzt wahrscheinlich aber nicht als abgeschlossener Auftrag am Tag. Oh, guck mal, direkt ganz viele neue Sachen aufgedeckt. Nice. Deine Mühe wurde belohnt. Hol einen Kaffee ab. Okay, alles klar. Sind wir direkt hier. Willkommen, willkommen. Proteine-Zertrümmerer. Ja, dann her damit. Dankeschön. Protein können wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Was willst du? Okay, gilt der Auftrag jetzt als abgeschlossen offensichtlich. Na gut, zum Nebelkontinenten können wir also noch gar nicht gehen. Habe ich mich eben einfach verlesen. So, ich möchte mal hier das Protein und so weiter mitnehmen. Was wir da gefunden haben. Beziehungsweise was wir gerade bekommen haben. So, wo ist das denn? Da. Okay. Gut, Leute. Aber bevor wir weitermachen, war es das für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Im nächsten Part, ja, werden wir wieder Forschungsaufträge machen und hoffen, dass es bald weitergeht und wir erfahren, wer die ganzen Pokémon da versteinert. Bis dahin.